Ja, ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden zwischen dem, was ein Trainer beruflich macht und das, was ein Spieler beruflich macht und demnach, was der Trainer dann vielleicht auch den Spielern vermittelt. Es gibt natürlich Teams, die absolut Weltklasse sind, wo du vielleicht als Trainer das ein oder andere Detail mehr den Spielern mitgibst. Aber bei mir, ich habe immer den Anspruch, über jeden Gegner gleich Bescheid zu wissen und gleich zu wissen, was verändert er vielleicht, wenn er hinten ist, was verändert er vielleicht, wenn er vorne ist, was verändert er in Situationen, wenn sie in Unterzahl sind oder in Überzahl sind. Man versucht verschiedenste Informationen zu kriegen. Wir haben genauso die Spiele angeschaut von Dynamo Kiew, wie wir auch von Greuther Fürth oder Barcelona angeschaut haben. Wir haben eine ähnliche Anzahl an Szenen der Mannschaft gezeigt.